Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es das Unboxing der Liberty Series Camacho 2017. Auf diese Zigarre habe ich mich sehr gefreut. Es handelt sich hier um eine Zigarre im Toro-Format in einer kleinen Holzkiste. Ja, als die Zigarre ankam, war die Freude groß und ich wollte natürlich gleich ein Unboxing drehen. Allerdings hatte ich mit einer kleinen Überraschung nicht gerechnet. Wie man sehen kann, ist das Kistchen noch mit einem Aufkleber versehen, der erstmal aufgeschnitten werden muss. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, und hier kann man sehen, was die Überraschung ist. Also, ja, entweder handelt es sich hier um die sogenannte Zigarrenblüte oder um Schimmel. Das ist halt die Frage. Ansonsten wunderbar eingepackt, umgeschlagen, nochmal mit Pergamentpapier, würde ich sagen, oder Brotpapier, was auch immer. Zusätzlich ist noch so ein kleiner Sticker enthalten. Ja, und jetzt kommt der spannende Teil. Wie schaut die Zigarre aus? Ich selbst habe das erstmal gar nicht so wahrgenommen und begriffen. Hab zwar die Flecken gesehen, aber irgendwie gar nicht wahrgenommen, was das bedeutet. Erst als ich die Zigarre sah, war mir die Sache dann auch wirklich bewusst. Und die Enttäuschung natürlich entsprechend groß. Gut, man darf jetzt nicht vergessen, es ist nur eine Zigarre, ja. Aber dennoch, ja, hat man sich ja darauf gefreut. Und mit sowas habe ich halt echt nicht gerechnet. Ich habe natürlich sofort Kontakt mit dem Zigarrenhändler aufgenommen. Und der hat einen Retourenschein veranlasst, sodass ich die Zigarre zurückgesandt habe, da der Zigarrenhändler Schimmel nicht ausschließen konnte aufgrund der Bilder. Ich selbst habe die Zigarre abgewischt. Man sagt ja, dass die Zigarrenblüte rückstandslos abwischbar ist. Ja, also allerdings konnte man noch ein bisschen was an diesen Flecken sehen. Deshalb entschloss ich mich zur Rücksendung.